Das 99. Sachsen-Derby zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue steht vor der Tür. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer des MDR hier im Livestream. Hallo, herzlich willkommen aus Aue vom FC Erzgebirge. Hier steht heute die Pressekonferenz der Veilchen an und wir beobachten heute zusammen, was das Team von Pavel Dotschev so mit in die Partie am Sonntag gegen Dresden mitnehmen möchte. Zuallererst lohnt sich aber ein Blick auf den Saisonstart der Veilchen und der ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nach 6 Partien stehen 14 Punkte in Liga 3 auf der Habenseite. Das bedeutet Platz 2 in der Tabelle. Besser gestartet ist nur das Team aus Dresden. Was ein Zufall, das trifft sich. Die Mannschaft von Markus Anfang mit 15 Punkten, also einem Zähler mehr, auf Platz 1 gesetzt. Und das zeigt, wie brisant, wie spannend und wie hochemotional dieses Derby am Sonntag da werden könnte im Rudolf-Harbig-Stadion. Und wir vom MDR sind 19.30 Uhr für Sie im Livestream mit dabei. Jetzt aber zuallererst natürlich der Blick auf die Pressekonferenz der Lila-Weißen. Mit dabei Pavel Dotschev, der wird einige Fragen dazu beantworten, wie er es denn geschafft hat, so viel Wechselglück zu entwickeln. Wobei man natürlich auch klar festhalten kann, dass das wenig mit Glück, sondern viel mit guter Trainingsarbeit zu tun hat. Und natürlich auch einige andere Fragen der Journalisten beantworten wird. Wir sind dabei, Sie sind dabei und wir schalten rüber in den Pressekonferenzraum. Viel Spaß. Und damit ein herzliches Glück auf und willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor dem 7. Spieltag. Sachsen-Derby ist angesagt am Sonntagabend 19.30 Uhr. Die Veilchen live zu Gast in der Landeshauptstadt bei Dynamo Dresden. Das Ganze beim Agenda Sport und beim MDR im Free TV. Darum auch unsere Spieltagspressekonferenz heute im MDR Livestream. Insofern herzlich willkommen auch an den Bildschirmen. Ja, Spieltag und Derbyzeit, Pavel. Da ist Spannung angesagt, oder? Ja, herzliches Glück auf. Ja, Spannung ist angesagt, Spitzenspiel. Ich denke auch, dass die Tabelle schon eine Rolle spielt, aber bei Derby-Spielen, glaube ich, ist nicht entscheidend, welchen Tabellenplatz man hat. Es ist ja ein besonderes Spiel, wo wir uns natürlich freuen auf diese Kulissen, auf diesen Spiel. Und wir haben schon einige Spiele gegen Dresden auch erlebt und ich weiß, was auf uns zukommt. Das ist eine absolute Herausforderung für uns und wie ich schon sagte, wir freuen uns auf das Spiel. Bei uns ist ja alles momentan so, dass wir mit dem jetzigen Verlauf sehr zufrieden sein können, aber jedes Spiel muss gespielt werden und ich sage es nochmal, was bis jetzt wir geleistet haben, das gibt uns gutes Gefühl, aber dieses Spiel, wie gesagt, fängt man bei Null an und wir müssen tatsächlich an dem Tag Top-Leistung abrufen. Was die Personalien betrifft, Barilla und Schwirten werden natürlich nicht dabei sein können, die werden ausfallen durch die Verletzungen, die sie bekommen haben letzte Woche, aber der Rest steht mir zur Verfügung. Wir haben noch 2 Trainingseinheiten, müssen wir abwarten, hoffe, dass das alles so bleibt, dass keine neue Überraschungen kommen. Aber nochmal, die Mannschaft ist gut drauf, wir freuen uns und wir fahren nach Dresden und versuchen, die Dresdner zu ärgern. Und denke, dass nach dem Spiel, dass wir auch mit unseren Fans auch feiern können. Dankeschön. Tja, vielen Dank, Pavel. Wie schwer wiegt das mit Anthony und mit Joshua, Matze? Ja, Glück auf nochmal, auch von meiner Seite. Ja, schon so, dass die Jungs gut drauf waren. Gerade Brille sich ja dann auch hinten festgespielt hatte. Und Josh mit seinen Einwechslungen natürlich auch immer dazu beigetragen hat, dann auch mit Ergebnisse zu produzieren. Ärgerlich für die Jungs, aber natürlich zeichnet sich ja gerade eben die Aktualität dadurch aus, dass wir eine gute Gruppe haben, die Mannschaft an sich funktioniert, jeder seine Rolle auch für den Moment immer annimmt und wir dann über die Gruppe funktionieren und Ergebnisse dann holen. Und ich freue mich dann vor allen Dingen für die Mannschaft und für den Verein, dass wir dann so ein Spiel erleben dürfen mit einer klar auch tabellarischen Brisanz und mit einer Wucht dann auch im Spiel. Sonntagabend, Licht ist an. Ich glaube, das wird dann auch von Dresdner Seite so gesehen, dass das ein richtiges emotionales Spiel werden wird. Und ich bin total bei Pavel. Die Tabellenkonstellation an sich spielt da keine Rolle. Es ist ein Derby, das will jeder gewinnen.
Und wir wollen es am Sonntag auch gerne. Pavel, wie dick muss unser Fell sein? Ausverkauftes Haus in Dresden, 2700 Fans aus Aue werden mitkommen. Ja, ja, also natürlich, die Fans von Dresden werden schon uns das Leben schwer machen, das weiß ich. Ich wünsche mir und ich hoffe, dass auch die Schiedsrichter von dieser Kulissen sich auch nicht beeinflussen lassen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass letzte Zeit oft auch in Dresden ein und andere Entscheidung ein bisschen so pro Dresden war, also ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, aber natürlich, es ist auch menschlich, es ist ja normal unter diesen Kulissen, dass ein und andere vielleicht 50-50 Entscheidungen sich anders entscheidet. Ich wünsche mir, dass wir auch, was Unparteiische betrifft, dass wir auch absolut faires Spiel haben und wie gesagt, da an dem Tag müssen wir top vorbereitet sein, also kommt einiges auf uns zu. Es ist die kürzeste Auswärtsfahrt, die wir haben. Zwischen 110 und 118 Kilometern, je nach Strecke, die man fährt. Das ist schön, ne? Ja, das ist ja schön. Wir werden Tageshotel machen. Wir werden auch vom Spiel von hier losfahren. Also das ist alles schon vorbereitet. Wie gesagt, das sind jetzt zwei Trainingseinheiten noch, wo wir ein und andere Details noch ein bisschen besprechen möchten. Auch mal Videoanalyse machen vom Gegner. Ich weiß, dass Markus Anfang auch uns gut analysieren würde, dass die auf uns auch gut vorbereitet werden. Also deswegen, wir dürfen jetzt nicht ungeduldig sein, wir dürfen jetzt uns nicht verrückt machen, wenn wir am Anfang so ein bisschen Probleme haben und vielleicht die erste Phase zu überstehen, wenn der Druck zu groß ist. Also deswegen sage ich, es ist auch nicht nur ein rein physische Sache, ist auch psychische Sache. Das heißt, wir müssen mental an dem Tag sicherlich auch sehr stabil sein. Damit sind wir bei den Fragen der Presse. Wenn es die gibt, bitte kurzes Handzeichen. Dann schalten wir das Mikro gerne zu. Wir starten mit Michael Thiele für die Morgenpost und Tag 24. Eine Frage an Pavel Dotschew. Nachdem sich Ihre Mannschaft gegen Halle zuletzt, wie ich fand, vor allem auf den Außenbahnen etwas schwer getan hatte, ist das so eine Position, wo Sie überlegen, gegen Dresden vielleicht etwas personell zu ändern? Das ist das, was ich gesagt habe, was ich meine, dass Markus Anfang, so wie ich ihn kenne, er würde auf uns sehr gut vorbereitet sein, so wie Halle das gemacht hat, weil momentan durch unsere Ergebnisse viele Mannschaften natürlich jetzt stellen sich auf uns ein und für uns wird jedes Spiel immer schwieriger. Und da müssen wir deswegen, was ich auch gerne immer sage, um gut zu bleiben, müssen wir uns verbessern. Natürlich auch mit ein und anderen Personalen kann man ein bisschen den Gegner überraschen, ohne Frage. Überlegung habe ich auf jeden Fall. Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Ich muss jetzt die zwei Trainingseinheiten noch abwarten, auf jeden Fall. Aber natürlich wäre nicht schlecht, wenn wir den Gegner mit ein oder anderen Sachen natürlich überraschen dabei. Weiter geht's bei den Fragen mit Hendrik Heidrich, der gerade den Livestream absichert. Ja, Heidrich, MDR Sport im Osten. Herr Dotschew, gibt es denn bei den Dresdnern irgendeine Personalie, die Sie am besten rausnehmen wollen aus dem Spiel? Irgendjemand, der dann eine Manndeckung bekommt? Die Frage ist ja schon gut, aber wir werden das nicht machen. Also Dresden hat schon einige Spieler im Kader, wo tatsächlich außergewöhnliche Spieler sind, gute Mannschaft, gute Spieler ohne Frage. Die waren auch letztes Jahr Spitzenmannschaft. Dieses Jahr haben sie das fortgesetzt. Für uns ist ja jetzt eine neue Situation. Wir haben letztes Jahr gegen Abstieg gespielt. Jetzt sind wir gehören zu den Spitzenmannschaften, aber das ist jetzt ein langer Weg. Also deswegen, wir dürfen jetzt uns nicht blenden lassen von der jetzigen Konstellation. Das wäre schön, wenn wir das jetzt so beibehalten, alles können. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Wir werden auf keinen Fall jetzt jemand Manndeckung nehmen, weil wir müssen auch auf unsere Stärken uns eher fokussieren, als jetzt auf Manndeckung jetzt zu spielen oder solche Sachen. Und nicht mal auch bei Standards werden wir Manndeckung spielen. Also wir werden schon versuchen, wie gesagt, auch unsere Stärke durchzusetzen. Dresden ist ein Team, was mit viel Tempo-Fußball agiert. Wie gehen Sie dem entgegen?
Ja, wenn wir jetzt, sage ich mal, so Ballbesitz haben, es ist ganz einfache Rechnung. Wenn du am Ball bist, dann kannst du kein Gegentor kriegen. Also solange ich Kontrolle habe über das Spiel, wenn ich Ballbesitz habe, dann ist die Gefahr nicht, Gegentor zu bekommen. Wenn Gegen am Ball ist, dann ist die Gefahr viel, viel größer, ein Gegentor zu bekommen. Also das heißt, wir werden versuchen, schon natürlich Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Und den Gegner auch dementsprechend auch Parolen zu bieten. Wir dürfen jetzt eins nicht machen, da uns aufdringen lassen und nur verteidigen. Also wir müssen schon frech auftreten und die bessere Mannschaft soll gewinnen. Dann geben wir das Mikrofon zurück. Brauchen wir nicht mehr. Dann bedanken wir uns fürs Kommen zur Pressekonferenz. Wünschen unserer Mannschaft, Pavel, Matze, gute Vorbereitung und für Sonntagabend dann viel, viel, viel Erfolg in Dankeschön. Dresden. Danke. Es ist das 99. Ligaspiel beider Mannschaften gegeneinander. Glück auf. Dankeschön.